So, aber wir spielen jetzt Quizduell. Das sind so 5 Minuten Jetpunk-Quizzes gegeneinander. Wer am Ende die meisten richtigen Einträge hat, kriegt halt 2 Punkte für den ersten Platz, 1 Punkt für den zweiten Platz und 0 Punkte für den dritten Platz. Und nach 2 Stunden und nach sehr vielen Quizzes gibt es einen Gesamtsieger und das ist dann der schlauste Mensch der Welt der Woche. Und endlich wieder mit Commander Brückmann. Erste Quiz, das wir spielen, das ist Wahrzeichen der 32 größten Städte Deutschlands. Das kann nur grauenhaft werden. Na gut. Ja, das wird nicht zweistellig. Und dann gehen wir rein in die Wahrzeichen, Freunde. Berlin. Ist das der Reichstag? Ist das der Bundestag? Fuck. Das ist ja übel peinlich. Was bist du denn? Oh Mann. Was zum Fick ist das? Berlin. Museumsinsel. Ja, schade. Ich habe keine Ahnung, Alter. Kölner Dom. Keine Ahnung. Fernsehturm. Düsseldorfer Fernsehturm. Hä? Achso, Medienhafen vielleicht. Aha. Ja, ich weiß tatsächlich. Also ich weiß tatsächlich gar nichts. Wuppertal, Schwebebahn. Oh nein, das wird wirklich grauenhaft leider. Es tut mir leid. Ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen. Gelsenkirchen. Die Arena auf Schalke. Boah, Bayerischen Gärten. Oh nein, Chat. Ich weiß gar nichts. Kölner Dom, es geht gut los, ne? Mann, Braunschweig ist automatisch schon wieder ein Punkt für Philipp. Magdeburg, was zum Fick ist das? Ey, ich kenn mich halt. Was steht hier? Tannhäuser. Na, mein Bahnhof. Tannhäuser Bahnhof. Ist das ein Bahnhof? Das ist kein Bahnhof. Keine Ahnung, Alter. Ich raff gar nichts. Ich kenne mich. Deutschland ist für mich ist ganz schlimm. Westfalenstadion. Keine Ahnung. Ist der Bahnhof in Leipzig? Nee. Und in Hannover? Was weiß ich? Nürnberg? Keine Ahnung. Das hier ist Landschaftspark? Schwebebahn oder so? Jo. Es ist ein Park. Und wenn ich den Namen höre, weiß ich's auch. Also Safe Call. Wenn ich den Namen höre, weiß ich es auch. Ich probiere folgendes. Paulanergarten. Ja, eine gute Chance. Wir sind Kirsten Lanxess Arena. Nee, Lanxess Arena ist woanders, ne? Fuck, wie heißt das Ding? Felddienst Arena. Schlossplatz oder nicht? In Braunschweig? Fuck, wie heißt das? Oh mein Gott, das wird ja jetzt unnormal peinlich. Karl-Marx-Statue. Aachen, keine Ahnung. Halle Saale, keine Ahnung. Magdeburg, keine Ahnung. Okay, ja. Dresden. Ist es hier Völkerschlacht-Denkmal? Nee. Schade. Ach, das ist Leipzig, ne? Völkerschlacht-Denkmal. My bad. Signal Iduna Park. Westfalenstadion, okay. Ich bin Inter. Hä? Ich bin am Inten? Hier, München kriege ich noch hin. Theresienwiese. Oktoberfest? Hä? Bin ich Englische Garten? Ich raff einfach gar nichts. Ich bin kein Sightseeing-Typ, Freunde. Ich weiß genau gar nichts. Das ist doch der Düsseldorfer Fernsehturm, oder nicht? Das sieht aus wie die schiefen Häuser von DD. Da, der Signal Iduna Park. Oder Westfalenstadion. Ja, gut. Nehmen wir mit. Löwenstatue. Hä? Das ist der Schlossplatz. Nee, heißt das Ding doch, oder nicht? Och, nee. Boah, ich habe keine Ahnung, wie das Teil hier heißt. Kriegen wir sonst irgendwas? Hannover habe ich auch gar keine Ahnung, was das hier ist. Was das ist auch keine. Ist das der Bahnhof? Nee, oder? Berliner Hauptbahnhof. Ja. Ist nicht also eine Wiese in. Theresienwiese oder sowas in München? Keine Ahnung. Essen. Weiße Haus. Weiße Haus von Essen. Warum denke ich dann dauernd an Krachten? Nee, hier, pass auf. Speicherstadt. Gibt es nicht sowas wie Philharmonie? Aber das ist es nicht, ne? Aber muss ich aber bei Dresden dran denken. Oper. Theater. Mann. Oh, Landschaftspark, ne? Stuttgart. Was ist Stuttgart? Auch kein Plan, Alter. Bremen. Mönchengladbach sagt mir auch gar nichts. Das gewinne ich nicht, Leute. Wuppertal, Hängebahn, Wuppertaler, Skytrain, Wuppertal. Nein, Hängebahn, dann nicht. Das Kanzleramt in Berlin? Oh ja, geil. Hafenviertel vielleicht? Hafenstadt? Oh, ich habe Braunschweig nicht, Leute. Bonn, Präsidentspalast. Ah, Veltins Arena. Chemnitz, wie heißt der nochmal? Karl-Marx-Statue. Ja, terrible. Get me out. Düsseldorf, Fernsehturm. Ah, nein, Duisburg, der Landschaftspark. Da ist Hunger Games gedreht worden, hier im Landschaftspark. Was übel passend ist, dass der ärmste Distrikt einfach der Duisburger Landschaftspark ist. Aus Braunschweig, Burg Dankwarde. Ja gut, da wäre ich nie drauf gekommen. Aachen einfach Dom, krass. Da ist Rathaus, der Römer, den habe ich auch schon mal gehört. Ach, der Römer, da haben sie hier die Frankfurter nach dem Europa-League-Titel gefeiert, ne? Englischer Garten, habe ich auch schon mal gehört. Rathaus, oh, ich hätte einfach mehr Rathaus eingeben sollen.
Fuggerei. Oh, ich hab's mir gedacht. Ja, richtig Glück gehabt, dass Braunschweig mit dabei war, wa? Ja, ich würde dasselbe gerne über München sagen. Ja, ich würde es auch gerne sagen, weil ich wusste es nicht. Ich habe englische Gärten geschrieben, nicht englische Garten. Ich habe Theresienwiese. Gibt's das nicht auch in München? Ja. Theresienwiese ist ja Oktoberfest. Oktoberfest, ne? Das sieht wahrscheinlich anders aus da. Naja. Darf ich gerne zuerst über die Peinlichkeit hinwegsehen? Beziehungsweise von also ich sag mal so, wenn man oft einfach Rathaus und Schloss eingegeben hätte, hätte man viele Punkte bekommen, ne? True, ja. Ich möchte gerne starten und ich wüsste nur 5. Ja, okay. Not too bad. Lesk? Ja, Philipp, pass auf, ich habe 7. Du Ungebildeter. Ja, schönes erstes Quiz. Ich mache mich direkt komplett blank hier. Findet der Bundestag im Reichstag statt? Nein. Ja, das weiß man doch, Brücki. Also. Also das Ding heißt Reichstagsgebäude, soweit ich weiß. Ja, aber da ist der Tag der Deutsche Bundestag. Das ist ja logisch, das weiß man. Das muss man ja auch nicht googeln. Ja, okay. Gut. Ich finde auch geil, dass das Ding einfach Reichstag heißt. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Hört sich so rechts an, oder? Ich frage mich das auch immer, wenn ich schreibe, dann denke ich mir so, warte mal, das ist. Warum nicht Bundestagsgebäude? Aber wird schon irgendeinen Grund für geben. Ist auch egal. Geschichte, ja. YouTube-Kommentare wissen es dann schon wahrscheinlich. Naja, das heißt, Philipp kriegt 2, ich krieg 1. Brückmann bleibt erstmal auf 0. Die alte Ordnung ist wiederhergestellt. Oh mein Gott, das nächste Quiz klingt interessant. Das nächste Quiz ist SpongeBob-Charaktere. Oh, da könnte ich vielleicht gut sein. Oh, aber ich habe auch Ewigkeitsforschung mal geguckt. Ewig nicht mehr. Aber ich habe es früher geguckt, auf jeden Fall. Und ich finde SpongeBob-Memes immer sehr lustig. Das stimmt, SpongeBob-Memes ballern. Okay, es sind ja zum Glück nur 5. Also SpongeBob, Schwammkopf, Patrick, Star. Thaddäus, Tentakel. Mit einem D? Nein? Oh mein Gott, Thaddäus, das ist Mr. Krabs. Mr. Krabs. Eugene Krabs. Oh, das ist ein Banger. Das ist ein Banger, das wissen die nicht. Ich bin so gut. Plankton. Mrs. Puff. Sag mir, die hat einen Namen? Larry. Och Mann, Meerjungfrau, Mann. Blaubarschbube. Der fliegende Holländer. Ich habe auch schon ewig keinen Spongebob mehr geguckt. Fred, die Flunder. Ja, scheiße. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe hier Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube habe ich offensichtlich noch. Und jetzt habe ich natürlich schon ein Problem, weil die ganzen Side-Character kenne ich beim Namen gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, was das für Leute sind. Fliegende Holländer. Ich bin gut. Fred, die Flunder, nein? Oh, wie hieß denn der Kack? Irgendwas Schnösel. Siegbert Schnösel? Jawohl. Larry Hummer vielleicht einfach? Larry Hummer, Larry Lobster vielleicht? Scheiße, auch nicht. Wie heißt Mrs. Puff mit Vornamen? Scheiße. Henry der Hummer. Henry Hummer. Harry Hummer. Der hieß doch bestimmt irgendwas mit H, oder? Hummer, Mann. Fuck, wie hieß der? Miss Puff? Ich glaube, es ist nicht Miss Puff. Blaubarschbube. Mein Erzfeind. Es ist mein Erzfeind. Weiß ich nicht. Da komme ich einfach nicht drauf, weil ich habe da nicht mal irgendwas im Kopf. Das ist der Hummer, der immer pumpt. Ja? Heißt der nicht irgendwas mit Schnösel? Siegbert Schnösel? Ja, geil. Geil. Und das ist ja ein Kugelfisch, ne? Mrs. Puff? Geil. Mrs. Puffington. Irgendwie so ein Name war's. Miss Kugelpuff? Nein. Hummer. Man. Hans Hummer. Weiß ich nicht mehr. Okay, den Rest weiß ich nicht, aber ich fand mich schon sehr sick, honestly. Wie schreibt man denn? Larry the Lobster. Hä? Der große Larry. Larry Lobster. Larry the Lobster. Larry der Hummer. Larry der Hummer. Das gibt's doch nicht. Der heißt doch Larry Lobster. Larry von Lobster? Und Mrs. Puff mit Abkürzung. Alter, das ist ja die größte Schiebung, die je in einem Quiz passiert ist. Junge, ich habe einfach Mrs. Puff geschrieben mit MS Puff, aber es ist Mrs. Puff. Klingt wie so eine Kreuzfahrt. Und Larry von Lobster? Ich habe alles eingegeben. Larry Lobster, Larry der Lobster, Larry der Hummer. Kannst ja, du das noch? Das Problem hatte ich auch gerade, Philipp. Du hast aber nicht Larry von Lobster eingegeben. Nee. Und Siegbert Schnösel habt ihr noch? Den habe ich. Krass. Pass auf, ich habe Siegbert Schnösel und Mrs. Puff. Ich habe das Mrs. nicht richtig geschrieben. Ich habe einfach Mrs. ausgeschrieben, das hat nicht gezählt. Ah. Ich wusste alle, aber Larry und Mrs. Puff habe ich nicht richtig geschrieben. Heißt sie auf Deutsch Mrs. Puff? Ja, Mrs. Puff. Das wusste ich gar nicht. Ich hätte gar keinen Plan mehr. Lesk 11, ne? Ich habe 11, ja. Krass. Ja, Schiebung. Ich habe nur 10, ich hätte 12, aber wurde betrogen. Ja, Brück, wie viel hast du? Ich habe 9 und ich war auf 9 schon sehr stolz. Geil, dann kriege ich auch 2 Punkte. So, seid ihr bereit fürs nächste? Ja.
Immer. Augen deutscher Bekanntheiten ist das nächste. Ja, gut, dann mal rein, ne? So, wie immer die Hoffnung, dass hier nicht zu viele Pornostars dabei sind. Günther Jauch, Elton. Warum kenne ich ihn noch? Heißt der HB Baxter? Baxter? Schreibt man das so nicht? Pamela Reif, Elton, keine Ahnung. Bill Kaulitz, Heidi Klum, Barbara Schöneberger. Das hier ist Barbara Schöneberger. Ja, die letztens am Flughafen getroffen, tatsächlich. Das hier ist Klaas Häufer Umlauf. Man muss echt einen ganzen Namen angeben, ne? Papa Platt hat gestern irgendwie Millionen gewonnen mit einem Viewer oder so, ne? Ist auch krass. Also nicht er, aber. Das ist Oliver Pocher? Man will ja eigentlich den Namen, die Augen gar nicht kennen, ne? Aber die Augenpartien sind alle so eindeutig. Wie heißt der denn nochmal? Ach, nicht der. Der Wengster war ein League-Spieler, oder nicht? Und er ist der Wendler. Was? Na klar, bist du der Wendler. Ja, Thomas Müller und Michael Schumacher. Schreibt man den ohne? Ja, schreibt man ohne H. Simon Desio. Keine Ahnung, ist das Shirin David? Ey, ist wirklich. Michael Wendler, Toni Kroos, Oliver Pocher, Matthias Schweighofer, Lena Scooter. Wie heißt er? Wie heißt er denn? Der von Scooter. HP Baxter. Wie heißt sie denn? Das ist hier eine Schlagersängerin. Oh, wie heißt sie? Das ist hier. Wie heißen sie? Klaas Joko. Nee, Klaas Häufer Umlauf. Zählt das? Ist der das nicht? Oder schreibt man Klaas einfach anders? Ah, oder ist das Joko? Ich guck die nicht. Joko Winterscheid. Nein? Das ist aber doch safe. Also das ist ja wirklich vom Schreiben her schon wieder sehr schwierig. Wie heißt denn er nochmal? Fuck, ich hab den Namen vergessen. Schauspieler. Warum will ich... Ich weiß nicht, warum ich Moritz Bleibtreu eingeben will, aber... Ah, warte, Dagi wie? Nee, Bibi. Bianca Klaassen. Okay, ja. Von mir aus. Das hier ist auch ein Schauspieler. Ist das Bibi? Ja. Oh, wie heißt die, Alter? Und der, ich weiß Gesicht auch, aber... Ich komme nicht mal auf den Vornamen, Alter. Wenn ich den Vornamen habe, komme ich auf den Nachnamen, glaube ich. Das hier Moritz Bleibtreu? Jawohl, leck. Geil, jetzt noch die beiden. Der Wendler. Wie heißt der nochmal? Den Vornamen vergessen. Michael Wendler? Heißt er so? Ja. Das ist doch beides Lena. Auch Lena. Boah, wie heißt der nochmal? Ich komme nicht drauf. Wie heißt ein Scooter? Aber die Person, wisst ihr? Da bin ich auch raus. Fuck, wie heißt der denn? Einfach wahrscheinlich einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, ne? Ich komme nicht mehr drauf gerade. Ah, Thomas Müller. Bibis Beauty Palace. Ja, oder halt so. Das ist doch der Wendler. Wie kann das nicht so sein? Wie kann der nicht der Wendler sein? Der Wendler. Doch, safe. Und der hier heißt auch HP Baxter. Mit 2X. Oh. Ochsenknecht. Nein? Doch. Eigentlich ist ein Ochsenknecht-Sohn. Die beiden sind doch ein Paar hier, oder nicht? Dachte ich. Ist er nicht, ne? Aber so ein Schauspieler ist er auf jeden Fall. Wie heißt du denn, Mann? Muss Frauennamen durchgehen. Leo Pacino. Oh, mir fällt der scheiß Name nicht ein. Sie sagt mir gar nichts zum Gesicht her, tatsächlich. Jetzt an Jena Chuba irgendwie gedacht. Mir liegt's auf der Zunge. Ich brauch den Vornamen, Alter. Nicht Helene Fischer, sondern die andere Schlagersängerin, die gut aussieht da. Oh, ich hab's. Vanessa Mai. Ja, let's go. Einfach den Namen vergessen. Ich weiß genau, wer er ist. Blonde Haare. Blockenkopf. Und jetzt hab ich denk andauernd an Moritz. Gibt mir übelste Nina Chuba-Vibes, aber ist es nicht. Oder hab ich's falsch geschrieben vielleicht? Shirin David, ja das gut. Ist für Mann? Krise. Wenn da einer mehr hat als ich, das, also ich habe ja so gesmurft. Ich fange auch hier gerne wieder an. Ich find's gar nicht so schlimm, wenn ich hier nicht so viele hab. Wisst ihr? Also ich wusste schon zu viele, war mir schon fast unangenehm. Weil das meiste sind auch so Fernsehstars und das muss eigentlich nicht sein. Naja, wer denn? Wer denn nicht? Also. Pamela Reif ist kein Fernsehstar, Lena ist kein Fernsehstar, HP Baxter, Bill Kaulitz. Ey, bei Pamela Reif und Lena dachte ich, ist einfach zweimal Lena drauf. Pamela Reif? Ich hab Shirin David hatte ich übel Struggle, Alter. Was sind das Sponsorstellerin, oder? Lena hat den Eurovision Song Contest 2 uns sehen. Nein, die kenne ich, aber Pamela Reif und Shirin. Pamela Reif ist die... Das ist mir klar, die macht Fitness-YouTube-Videos. Pamela Reif ist die bekannteste Fitness-Influencerin, glaube ich, generell, oder? Die ist schon, hat schon den Zählreich. Die ist schon riesengroß. Ja, da verstehe ich auch. Genau, Günther Jauch, der hat Wer wird Millionär moderiert. HP Baxter macht Musik. Elton ist Streamer. Elton streamt, ja, auf Twitch. Willkommen, genau. Ist der Typ von Tokyo Hotel, die kennst du schon auch. Shirin David macht Musik. Jungs, es ging nur um Pamela Reif und Shirin David. Okay. Ja, Shirin David war YouTuberin,
Deutsche und die ist jetzt so, die macht Musik. Okay. Du hast 10, nee, Burki. Ich habe 10, ja. Was hast du, Les? Ja, weniger als du, weil ich hab, ich weiß immer, Vanessa Mai hat mir schon 1000 Mal, die rafft immer noch nicht, dass es Vanessa Mai ist, so. Wer ist, ich habe 14. Was macht die denn? Was macht die denn? Singt Schlager. Die singt, ja, ist okay. Schlagersängerin. Ich habe 19, mir fehlt nur Shirin, ja, David. Krass. Dass du nicht auf Shirin David gekommen bist. Dass du den Menschen so in die Augen schauen kannst. Ich dachte, Wahnsinn. Das wäre Nina Chuba. Also ich finde, sieht viel mehr wie Nina Chuba als statt wie Shirin David aus. Naja, doch, Philipp zieht wieder davon. So ist es halt. Dann gehen wir einfach ins nächste Quiz, ja. Nächste Quiz ist Sportart nach Hinweis. Oh Mann, na dann doch nicht. Das ist, ihr kriegt einen Hinweis, ein Verein, Sportler, Turnier oder sowas und müsst dann die Sportart erraten. Das kann ja, okay, was werden. Da kenne ich mich schon wieder nicht so gut mit aus, aber vielleicht kommen wir trotzdem irgendwie drauf. Klitschko hier unten. Boxen. Kraulen. Schwimmen, ne? Und Jockey ist Reiten, also Pferderennen. Hole-in-One ist Golf. Wir haben jetzt hier Adler Mannheim und Adler Mannheim spielt Eishockey. LOL! Oh, geil! Alingi, ganz großer Schachspieler. Cricket, das ich doch. Alingi, keine Ahnung. All Blacks, keine Ahnung. Als Schwarzenegger Boxen? Ne, was hat auch ein Schwarzenegger gemacht? Bodybuilding. Boston Celtics, keine Ahnung. Felix Baumgartner. Sport oder so, ne? Hans Beckenbauer Fußball. Baumgartner. Skispringen? Nee, Felix Baumgartner war doch der, der so Tiefspringen. Hä, war Felix Baumgartner nicht der, der aus dem Ding gehüpft ist? Aus dem Heißluftballon? Also nicht aus dem Heißluftballon, aber. Hier haben wir En Garde ist Fechten. Eliud Kipchoge ist Marathon. Boston Celtics ist Basketball, oder? Rhein-Neckar-Löwen ist Handball. Das ist ein Vettel ist Formel 1. Zwischen Verteidigung ist Schach. Skip, Skat, Poker, Skip. Was zählt als Sport, ist die Frage, ne? Shuttlecock, Football, Poker, Frauenfußball. Biene Potsdam ist doch Frauenfußball, oder nicht? Valentino Rossi. Wimbledon ist Tennis. Strike Spare ist Bowling. Super Bowl ist NFL, also hier nicht NFL Football. Texas Hold'em ist Poker. Turbine Potsdam. Was war denn das nochmal? Fliegen. Kunstflug. Puh, keine Ahnung, Alter. Wimbledon ist Tennis. 147 Punkte ist Dart? Nee, ist nicht Dart. Darts? Valentino Rossi. Ist das nicht ein Rennfahrer oder so? Oh, Extremsport zählt hier sogar. En Garde ist Fecht. Boston Celtics. Rugby vielleicht? Nee. Irgendwo ist Rugby noch. Aha. Valentino Rossi ist Motorrad. Sport, ja. Wimbledon ist Tennis. 147 Punkte. Bowling. Kegeln. Dart. Texas Hold'em ist Pokern. Dann ist das hier doch, Blackjack vielleicht? Nein. Super Bowl ist Football, oder nicht? Ja, American Football. Turbine Potsdam. Die Aussies. Was machen die denn? So, pass auf, jetzt machen wir es folgendermaßen. Jetzt schummeln wir ein bisschen. Hier. Haha, Darts. Ja, man muss ja auch manchmal einfach, manchmal muss man ja auch einfach, oh, Eishockey haben wir direkt gekriegt. Dann nehmen wir noch, was gibt's denn noch? Baseball. Baseball ist nicht mit dabei. Skeleton. Nee, auch nicht. Der Ultra Wie heißt denn der Sport in Indien? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Der ist doch hier locker auch noch irgendwo. War das nicht Cricket? Aha, hier. Haben wir Rugby, haben wir Football. Was gibt's denn noch für Sportarten? Reitsport vielleicht noch? Aha. Wrestling, MMA. Gibt's jemanden, der MMA macht? Heißt es denn MMA? Ist Judo specific? Das dauert auf jeden Fall zu lang, ne? Wenn man das neu eingeben muss, ist ja auch scheiße. Kann ich nicht, Moment, kann ich nicht Gewicht heben? Copy. Dann paste wir das einfach. Als ob. Ob es das nicht gibt. Gibt es denn noch für Sportarten? Eiskunstlauf. Auch nicht. Was haben wir noch? Fußball, Handball habe ich schon. Basketball habe ich. Was gibt es denn noch? Curling. Ha! Curling. Was haben wir noch? 147 Punkte. Vielleicht noch Leichtathletik oder sowas? Aha. Junge, jetzt geht's los hier. Was haben wir noch für Sportarten? Schach haben wir. E-Sport vielleicht irgendwo? Nee. Was haben wir noch für Sport? Basketball, Handball. Schwimmen. Valentino Rossi kommt mir so bekannt vor. Wir haben noch nirgendwo Basketball. Aha. Skispringen. Ha! Skialpin. Perfekt. Was gibt's noch? Motorradrennen. Motorradsport. Ah ja, Rossi. Sehr gut. Ja, man muss ja auch einfach mal das Game ein bisschen austricksen. Felix Baumgartner ist Basejumping. Okay, ja gut. Und Francesco Friedrich ist Bob. Das habe ich. Das war bei mir Skeleton. Ist Skeleton und Bob nicht dasselbe? Frauenfußball. Okay. Wäre ich niemals drauf gekommen. Skialpin, Basejumping. Das ist eine Sportart. Okay. Bob, Curling, Badminton. Cricket, Radsport. Ja, sehr schwer. Curling, Bob, Segelsport, Radsport. Ah, Peloton, ja. Okay, ach, Motorrad macht er. Ich denke, da bin ich gut dabei, Leute, oder? Also, die man jetzt nicht hat, also Radsport kommt vielleicht noch drauf.
Snooker. Was ist denn der Shuttlecock im Badminton? Ach so, das Ding heißt so. Ja, ich hoffe, ihr habt auch die 147 Punkte, ne? Ich dachte, das ist Dart. Das ist falsch. Ich auch. Was ist denn bei Dart? 160? Ne, 180, ne? 180 ist Maximum, ja. 180. 180. Ja, denke ich, war okay. Aber also, ich war echt okay. Gut. Echt? Mhm. Mir sind viele Sportarten mal eingefallen. Ich soll anfangen? Ja. Okay, ich mach's kurz und schmerzlos, bevor jetzt dieser ein durchgeht. Ich hab 22. Ah, ja, du Fickgesicht, ich hab 21. Ach du Scheiße, ich hab 18. Mann. Naja. 21, 22, Brügge 18, sprich, Brügge ist leider immer noch bei 0. Willkommen zurück, Brügge. Und Philipp ist vorne tatsächlich. Also ja, Philipp braucht Brügge einfach. Ja, Brügge entfacht so ein Feuer in mir. Du willst ja von mir angeben. Damit ich imponiert bin und so. Das ist schon ja, so. Ja, das ist mein Balztanz dir gegenüber. Das nächste Quiz ist League of Legends. Wir kriegen Champions und müssen die Region von dem Champion runterschreiben. Ich bin so schlecht, was Region angeht. Das ist geil. Ja, das Problem ist, es kommt auf die Zeit drauf an. Man kann halt viel raten, aber wir gucken mal. Ich kenne die Region, aber ich... Ja, okay, 3 Minuten 30. Pass auf. Ramos ist Shurima. Mira ist Noxus. Tahm Kench ist Bilgewater. Ist nicht Bilgewater? Schade. Bilgewater? Bilgewasser? Shadow Isles oder so? Really? Der Tahm der Kench, der ist doch nicht. Shadow Isles habe ich jetzt eingegeben. Ha, na gut. Ixtal? Was? Okay. Shurima? Ist Udyr auch? Irgendwas mit den anderen. Schatteninseln. Piltover? Nicht Piltover? Mach das einfach so jetzt scheiß drauf. Aha. Dr. Mundo? Keine Ahnung. Zorn, oder? Ja. Blitzcrank? Auch Zorn? Poppy, Noxus, hier Demacia, Rengar ist, keine Ahnung wie es heißt, ist ja erstmal egal. Ornn ist wahrscheinlich Freljord, oder? Ja, aber ist denn der auch Freljord? Maybe, ja, okay. Ja, was gibt's denn noch? Demacia hatte ich schon, ne? Ja. Noxus. Aha. Soraka, Targen. Trumble, Nautilus ist Nautilus Bilgewater, ja. Jenna, Ionia, und jetzt kann ich halt hier so ein bisschen durchraten. Ornn ist auch Targen, oder? Nee, auch nicht. Demacia, Ixtal, Shadow Isles. Ich habe wirklich sehr viele Spiele gespielt und ich muss sagen, Riot Games macht einfach super, also wirklich. Ich sag's nicht, weil ich League-Partner bin. Die Actually, die Games außerhalb von League sind absolute Banger, kann ich sehr empfehlen. Das Kartenspiel zum Beispiel, die kommt halt von Mount Targon, sehr sicher. Aber gut. Fuck, wie heißt das? Da kommt Tahm Kench nämlich her. Oh, scheiße. Achso, Targon reicht hier einfach, geil. Achso, Bilgewater? Bilgewasser? Ah, erst kommt Bilgewater. Was gibt's noch? Was hier war? Was war denn in der scheiß Serie noch? Könnte Zorn vielleicht sein? Ja. Muss sieht auch so Shurima-mäßig aus. Oh, ist auch Shurima, geil. Was gibt's denn noch? Ionia, Demacia, Freljord, Void, irgendwas mit Void. Zorn hatten wir auch überall, oder? Oh, Jenna, Zorn. Krass. Piltover gibt es theoretisch noch, oder? Aber ist doch auch. Bandle City. Ja. Wo sollst du herkommen? Freljord, also alles andere passt gar nicht zu ihm, oder? Demacia. Hä? Hab ich vergessen? Wahrscheinlich hab ich vergessen. Zorn. Tahm Kench weiß ich nicht. Wenn du sagst, aus welchem Bundesland kommst denn du? Und dann sagst du okay. Deutschland. Dann bist du ein Vollidiot, okay? Runeterra? Ach, Udi ist auch Freljord. Die sind alle Zorn? Ich hätte einfach Zorn durchgehen sollen. Scheiße, dann hätte ich alle... Oh, Mann. Nein, das gewinne ich nicht. Okay, dass das eine Zaun ist und das ist Zorn. Es gibt zwar einen Unterschied. So, ich bin actually sehr gut darin, weil ich sehr viele Spiele von Riot Games spiele, die alle sehr toll sind. Philipp fängt hier an, weil der am nächsten. Ich hätte alles gehabt, außer 2, wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Ja. Aber ich habe nur 12. So, dann mache ich weiter, Brücke, okay? Ja. Ich war nicht dumm, sprich, ich habe alles außer 2. Ich habe Ixtal und Runeterra nicht. Ja. Und ich möchte gerne meckern, aber ich sag schon mal, ich habe gewonnen. Den großen Moment gönne ich mir, ja. Ich habe 15, oh. Aber ich finde, Runeterra ist ja keine Antwort. Ist der nicht auch aus Bilgewater, Tahm Kench? Genau, dachte ich zumindest. Aber es gibt auch Charaktere, die haben quasi keinen festen Ort. Aber dann ist halt Runeterra auch keine Antwort. Weil Runeterra ist ja, alle sind ja ein Runeterra. Ja, bist ja trotzdem Erster. Ja, nehme ich mit. Ja. Ist auch ein geiles Quiz, also fand ich gut. Ja, sehr gut. Brügge holt die ersten 2 Punkte. Stark. Ich schließe mich mit Philipp auf. Die 19 größten Marken der Welt erraten. Die wertvollsten Marken der Welt. No way for you. Für mich persönlich zählt nicht. Komisch. Apple. Sehr gut. Sogar auf der 1. Microsoft. Sogar auf der 2. Samsung. Nokia.
Nokia ist natürlich nicht mit dabei. Ja, das ist eklig. Was haben wir denn noch so? Amazon, Coca-Cola, einfach mein Aktiendepot durchgehen hier. Porsche ist schon Mercedes-Benz, ne, oder? Bin ich gekauft? Ich glaube schon. Was gibt's denn so? Ist sowas damit gemeint? So Flexer? Nee. Marken. Wertvollsten Marken der Welt. Jetzt bin ich leider kein Markenheini. Ne? Ja, Twitter wird's nicht mehr sein. Meta, Facebook, Instagram, TikTok. Was gehen wir denn durch? Sony. Meta, Microsoft, Nestle vielleicht? Samsung. Oh, was gibt's denn noch, Alter? X, wieder. Instagram zählt das nicht alles zu Dings? Ach, die wertvollsten Marken, okay. I see. Sind hier oben noch? Pinterest. Schade. Marken. Was haben wir hier für Marken rumliegen? SteelSeries. Schade. Nintendo ist nicht dabei. Die wertvollsten. Was ist denn. Da oben, das Bild gibt vielleicht schon ein bisschen was her, ne? Oder vielleicht auch nicht. Twitter ist nicht mehr so wertvoll, nehme ich an. Intel. Ja, ich könnte Autos durchgehen, aber ich glaube kaum, dass da noch eins mit drauf ist. Aber vor allem nicht Kia. Huawei, auch nicht. Bosch. Den Punkt gebe ich einfach nur Sachen ein. Rolex. Welche Marken haben wir denn? Warum komme ich denn auf den... McDonald's. Burger King. Burger King wird nicht mit drauf sein, aber McDonald's war nicht schlecht. Subway wird auch nicht mit drauf sein. Was gibt's denn noch für Marken, Alter? Audi hatten wir schon. BMW habe ich. Adidas. Nike. Oh, Nike. Geil. Walmart. Schade. eBay. Wird's nicht, wa? Scheiße. Hollister. Jack and Jones. Netflix. Oh, Disney vielleicht noch. Oh, Disney hätte ich noch gehabt. Scheiße. Ah, Disney hatte ich noch. Nein. Ah, es wird nicht reichen, oder? McDonald's, Disney sind noch relativ obvious. Scheiße. Toyota. Coca-Cola. Ja, okay. Oh, ich habe Louis Vuitton einfach falsch geschrieben. Scheiße. Cisco. Da hätte ich doch einfach mehr Autos mit reinhauen sollen. Ich dachte nicht, dass noch Sachen mit drauf sind. Oh mein Gott. Es ist so offensichtlich. Und ich habe eine Social Media Plattform vergessen. Es ist so schlimm. Oh, ich bin so dumm. Oh mein Gott. Oh, ich bin so dumm. Ich habe über Japan nachgedacht und bin nicht auf Toyota gekommen. Ich habe an Hyundai und so gedacht. Was vielleicht nicht mehr japanisch ist. Coca-Cola war mit zu weit hergeholt. McDonald's war mit zu weit hergeholt. Weil es sind alles so übel, logische, piss, easy Marken. Mein Aktienportfolio ist natürlich mit all diesen 19 Dingern bestückt. Ja. Ja, meinst du nicht? Ich möchte mich direkt wieder nagisch machen, wenn ich darf. Gerne. Ich habe 0 Punkte. Null? Also ich habe mich null, ich werde 0 Punkte kriegen. Ich habe nämlich nur 9. Ja, okay. Sachen wie McDonald's und Coca-Cola waren einfach zu weit hergeholt für mich, ne? Da kann ich nicht drauf kommen. Ja, Cola, Disney. Jetzt, wenn man es liest danach, so scheiße, klar, logisch. Philipp, ich habe 10. Ich habe einen so mehr als Brücke. Ich war auch nicht so super gut. Oh, da habe ich sogar gewonnen. Ich habe 12. Scheiße. Dabei waren wir alle nicht so gut, ne? Ja, naja, ist ja egal. Nehme ich mit. Nimm Philipp mit. Ist Philipp wieder sehr weit vorne. Nehme auch mal einen Punkt mit. Wir gehen ins nächste rein. Handelt es sich um Deutschland, Österreich oder Schweiz? Ist das nächste Grüße. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ach du Scheiße. Also Leute, handelt es sich um Deutschland, Österreich oder Schweiz? Ich sage von Anfang an, für mich ist das Gleiche. In welchem Land ist das Pro-Kopf-Einkommen am niedrigsten? Nicht die Schweiz, so viel kann ich euch schon mal sagen. Ich weiß aber leider gar nicht. Ich sag einfach mal Österreich. Würde ich wahrscheinlich sagen Deutschland? Österreich kleiner ist und es dann einfacher ist, auch ein höheres Pro-Kopf-Einkommen zu haben? Welches Land hat die höchste Arbeitslosenquote? Boah. Weiß gar nicht, was in Deutschland gerade die Arbeitslosenquote ist. Ist gar nicht so bad, oder? Sag mal Österreich. Da arbeitet doch niemand. Ich sag hier auch einfach mal Österreich. Alles, was so ein bisschen negativ klingt, werde ich einfach auf Österreich schieben. In welchem dieser Länder ist der höchste Rate an Hochschulabsolventen pro Einwohner? Bildungssystemstechnisch habe ich gar keine Ahnung, was in Österreich oder der Schweiz abgeht oder was da die Voraussetzungen sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Anforderungen einfach höher sind in kleineren Ländern, weil man die besser diskutieren kann und besser ausnutzen kann. Welches Land hat den höchsten Anteil an älteren Menschen? Da zackt Deutschland schon hart rein. Aber ich weiß nicht, ob es in Österreich und Deutschland Österreich und Schweiz viel besser ist. Ich sag mal Deutschland. Ja, kein Plan. Welches Land hat den höchsten Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung? Ich sag hier einfach mal die Schweiz. Alles, was teuer klingt, Schweiz. Alles, was komisch klingt, Österreich. Welches Land hat die höchste Rate an Einwanderern pro Einwohner? Ich denke auch Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass in Österreich viele Leute einwandern. Im Vergleich zur Pro-Kopf-Zahl. Okay, ein Gemüse. Welches Land hat die geringste Geburtenrate? Ich auch mal Deutschland.
Wohl Schweiz vielleicht. Da sind alle nur reich, so. Die haben gar keine Zeit zu bumsen. Die geben einfach nur ihr Geld aus. Welches Land beherbergt den ältesten Tiergarten, den ältesten Schönbrunnen? Den Tiergarten Schönbrunn. Ja, ist auch Österreich. In welchen dieser Länder wurde Albert Einstein geboren? Ey, ich hoffe, dass Albert Einstein in Deutschland geboren worden ist. Ansonsten Krise. Erneuerbare Energien. Ja, jetzt kriegen wir ein Problem. Tatsächlich. Weil ich habe nicht so viel. Ich kann das meiste gar nicht durchlesen hier. Autobahnnetz, Deutschland, Produktion Rauchen, Österreich, meisten Einwohner, Genflins, Freiburg, Kiel, Österreich, alles Österreich. Okay, ja, das war. Oh mein Gott, ich hatte nichts. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr lesen. Ey, keine Ahnung. Können wir das Quiz nochmal neu machen? Ach Mann. Ich hatte auch die Fragen, die ich durchgelesen habe, nicht richtig. Das ist ja noch geiler. Können wir die Frage nochmal neu machen? Wieso? Wenn ich überhaupt nicht fertig geworden bin. Ja, die Zeit war frech. Oh, die Zeit war oben. Ich habe die Hälfte einfach nur angeklickt und ja, die Fragen nicht mal gelesen. Ja, dann lass nochmal neu machen, oder? Ja, oder? Ja, ich habe jetzt nicht mal die... Jetzt habe ich auch die Antworten angeguckt. Ja, die Antworten halt gesehen, so, das bringt jetzt... Na gut. Also ich weiß ja, dass ich alles falsch habe, deswegen könnte ich beim nächsten Mal einfach alles anklicken, was ich nicht angeklickt hatte. Ja. Ich fange einfach an, ja. Ich habe 5. Bis wo bist du gekommen? Bis Albert Einstein. Oh, ich auch. Dann sagen wir genau gleich. Ich bin auch 5 und bei Albert Einstein. Ja. Und habe Albert Einstein nicht mehr angeklickt. Meine Taktik war, bevor Berücki jetzt sein Ergebnis sagt, meine Taktik war, alles was teuer klingt, Schweiz, danke, alles was komisch klingt, Österreich, den Rest Deutschland. Ja, alles mit pro Kopf immer Deutscher, weil es nicht Deutscher, weil es die meisten Einwohner hat. Das hat nicht geklappt. Schweiz hat die höchste Rate an Einwanderern, da hätte ich gedacht. Nee, übertrieben. Also was? Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte Österreich. Doch, Deutschland. Nee, Deutschland hat halt so viele Einwohner, da ist es halt schwer pro Kopf die meisten zu kriegen, ne? Oh ja, guter Punkt, ja. Ach, Einwanderer pro Einwohner, ja, ja, ja. In der Schweiz bringen sich auch die meisten Leute um? Was geht in der Schweiz ab? Ja, wenn man das, ja, gut, Schweizer Abend. Probleme vielleicht. Müssen wir einfach mit den Schweizern reden. Ja, hey Leute, lass das mal. Oh. Die rauchen auch am meisten, ne? Na gut. Dann teilen wir uns die Punkte. Ja, Berücki, wie viel hast du? Ich habe nur 3. Hat er gesagt. Ah. Oh, Weihnachten. Oh, Mann, Weihnachtsklassiker. Okay, let's go. Ja, ist ja auch schon Mitte November, ne? Da sollte man schon jetzt mit Weihnachten anfangen, auf jeden Fall. Und da fangen wir auch an mit Charlie und die Schokifabrik. Oh, zählt nicht Schokoladenfabrik. Kann ich tippen? Das ist keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Rudolf oder sowas? Hm, schade. Den kenne ich. Das ist der Kevin. Kevin, allein zu Haus. Tatsächlich Liebe, Die Hard, Stirb langsam, Rudolf, das Rentier, Rudolf mit der roten Nase. Keine Ahnung. Das ist der Grinch, das bin nämlich ich. Ist das hier Tiffany irgendwas? Kenn ich nicht, so ein Retro-Shit. Das könnte Goldener Kompass, also ein Schessel sein, ne? Da fahre ich auch mit dem Zug, glaube ich. Ugh. Reise zum Nordpol, von mir aus. Weihnachtmann, KKG. Oh, jetzt geht's um Rudolf. Will Ferrell als Weihnachtself. Der Weihnachtself. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich habe gesagt, ich bin ja richtig gut in sowas. Und jetzt erlebt die hautnah meinen Untergang mit. Ist das wie Nightmare Before Christmas oder sowas? Jawohl, keine Ahnung. Ist das wie Sissy oder sowas? Ja, das werde ich nicht gewinnen, Leute. Rudolph's red nose reindeer and has a little shiny nose. Now I have a machine gun. Oh, wait, das ist, Die Hard heißt es, glaube ich, auf Englisch, oder? Aber heißt es auf Deutsch? Ist das nicht so ein Film mit Bruce Willis? Der auch irgendwie in Weihnachten spielt? Stirb langsam, ne? Das war weihnachtlich, Junge. Sissy? Warum auch immer. Und kein Plan. Ja, das sind die Sachen, die ich kenne. Das ist auch irgendeine Rom-Com, glaube ich. Mini alles täuscht. Sagt mir gerade gar nichts. Täglich größtes Murmeltier. Ja, nee. Helfen der Elfen. Das ist natürlich was anderes, ne? Das ist ein Cartoon, aber... Das hier kenne ich, das... Irgendwie liegt mir das noch auf der Zunge, aber ich weiß nicht, was es genau ist. Das hier kenne ich, glaube ich, auch noch. Ist nicht irgendwie Michel oder sowas? Nee, nicht Michael. Michel von Lüneberger oder so? Lönneberger? Scheiße. Santa's Little Helper oder so. Ja, ich glaube, ich kann finishen so. Also ich glaube, ich kann aufgeben. Ja, ich sag mal so, ich bin nicht der größte Weihnachtsfan. Ja, ich dachte, es ist richtig gut angefangen. Dachte ich, geil. Und dann hat es sehr schlecht aufgehört. Richtig scheiße angefangen und auch richtig scheiße aufgehört. Rudolf mit der roten Nase wird mit PH geschrieben und nicht mit F. Das ist ja auch cool. Ja gut, ja. Ich fang mal an. Ich habe nur 5. Oh. 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 Oh.
Brückmann. Oh, du bist drei. Ja. Oh. Oh, du hast Weihnachten ja richtig dolle, wa? Ja. Oh, Brück, ihr hasst Weihnachten über alles. Ich hab 9. Dann hast du es aber wenigstens der Grinch hattest du, oder, Brücki, wenn du Weihnachten hast? Ich hab vor allem Stirb langsam, weil der Film ist actually gut. Aber das hab ich auch nicht. 9 Stück? Bist du so ein Typ? Ich hab Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich hab tatsächlich Liebe. Ich hab Stirb langsam, Rudolf mit der roten Nase, Kevin allein zu Hause, Polar Express, Nightmare Before Christmas, Sissy und der Grinch. Ich habe Goldener Kompass eingegeben statt Polar Express, aber es ist anscheinend nicht der gleiche Film. Ja, die Punkte, die schlecker ich auf. Ja, gönn dir. Super, klasse. Nächster Quiz ist Fußball-Weltmeister. Jawoll. Jawollig, cool. Ja, Fußball, Schmußball, so. Glückwunsch, Philipp, für die Punkte. 54, 74, 90, 2014. Argentinien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Brasilien, Frankreich. Was war das mit 94? Keine Ahnung. Deutschland. So, Leute, Fußball nicht so schlecht bei mir. Unless. Jetzt ist voll schön, ne? Da gewinnt immer jemand anders. Also oft. 90, 98 gewonnen. In Frankreich. Frankreich dann? Ah, krass. Nicht schlecht. Deutschland. Deutschland. Deutschland in Deutschland gewonnen, das ist ja auch übel heftig. So. Portugal. Hat Portugal schon mal? Nee, ne? Aber ich stand irgendwann mal im Finale letzten Jahr, oder bin ich komplett lost? Brasilien. Argentinien. Ach, warte, Argentinien. Hier, pass auf, oder? Ja. Ja, was haben wir noch? Müssen einfach noch ein paar Mal Brasilien eingeben. Brasilien. Frankreich ist auch, glaube ich, dreimal oder so, ne? Okay, ist das zweimal Weltmeister geworden. Spanien. Italien ist noch ein paar Mal, ja. Und England mal Weltmeister. Ja, England haben wir auch. Spanien. Wer hat vielleicht in Spanien gewonnen? Weiß ich nicht. Italien. Ja. Alter, jetzt reicht's. Ist England schon mal Fußball-Weltmeister geworden? Ja. Okay, 1950 Brasilien. Brasilien habe ich jetzt wie oft? 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Alles neue Idee. Deutschland haben wir 3-mal, ne? Ist doch richtig, ne? 4-mal haben wir Deutschland, ne? Hat Uruguay mehr als einmal gewonnen? Tatsächlich ja. Und wer hat hier gewonnen? 38. Wer ist Fußball-Weltmeister geworden 1938? Ungarn oder sowas vielleicht? Nein? Gab's Ungarn da schon? Oh. Niederlande hat er auch noch nicht, oder? Deutschland hatten wir schon. England. Uruguay. Sehr gut. Never mind, ich bin auch einfach Fußball-Experte quasi. Es war zu einfach für mich als Fußball-Experten. Italien haben wir jetzt schon oft genug. Griechenland nicht. Ein asiatisches Land schon mal Weltmeister? Nee, oder? Hier muss noch ein südamerikanisches Land sein. Uruguay. Toll. So, jetzt noch 2. 54, ach Gott, Deutschland, okay, und jetzt Schweden noch. Wer könnte das sein? England nochmal? Nee. Brasilien. Oh, fuck, einmal Brasilien verkackt. Na gut. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier alle volle Punktzahl haben, oder? Bist du denn für ein selbstbewusster kleiner Wichser? Was denn? Ja, ist ja okay. Hast du doch, oder nicht? Ja, hab ich. Ja. Aber ich hab eins verkackt. Das muss ja nicht sagen, das muss ja nicht heißen, dass ihr auch alle habt. Ihr könnt ja auch mal was nicht wissen. Ach so. Ich hab einen verschissen. Oh. Oh. Aber nur, weil ich nicht getappt habe, ihr scheiß Noobs. Wen hast du verschissen? 58 wusste ich nicht mehr aus dem Kopf. Und du wusstest nicht, dass 58 Brasilien die WM gewonnen hat? Sonst habe ich alles gewusst und nicht getappt. Ja. Deshalb kriege ich die Punkte. Wieso hast du nicht getappt? Ja, mit reinkopiert. Habe ich auch nicht gemacht. Ja, genau. Habe ich nicht gemacht. Du wusstest alles. Ich wusste nicht alles, aber ich habe es normal abgetippt, jedes einzelne Land. Na gut. Ja, kann man auch machen. Dann könnt ihr die Punkte, Brücki. Ja. Dankeschön. Ja, ich nehme auch einen, Brücki. 1,5. Nächster Kurs ist die beliebtesten Vornamen nach Buchstabe C. Das Ding ist, Chat, jetzt ist ganz wichtig. Wir sind normale Menschen, aber der Average Guy sagt auch sowas wie Charlie ist ein cooler Name. Oder Charlies. Okay, vielleicht erstmal easy Sachen machen, ne? Ja gut, Christian ist gut. Okay, C. Clown. Klaus. Scheiße. Conny. Cornelius. Junge, was? Konrad. Hä? Cedric. Christian, Christine, Christopher, Christiane, Chrissy, Shirin. Hä? Christian. Ha, die Nummer 1. Carla. Carla. Sehr gut. Karl und Carla sind drin. Der ist mir natürlich auch sofort eingefangen. Claudia, Claudius, Carlotta, Carlo, Carlotta. Was haben wir noch? Mit C. Kurt, Christo, Christopher, Celine, Sissi, Cecilia. Karl, Chantal, Cyrin, Clemens, Leopatra,
Christine. Christa. Okay, das war's. Chantal. Chantalle. Christian. Christoph. Christopher. Dann haben wir vielleicht noch Konstantin. Einfach zu krass. Dann haben wir Konstanze. Nee. Carlotta. Charlotte. Clara. Carla. Carlos. Ah, Carlo. Cool. Cartman. Konrad. Kim. Chantal. Was gibt's denn noch, Alter? Clemens. Oh mein Gott, die armen Clemens. Chan. Ja, muss man mal in die Ausländer auch mal denken. Muss man mal in die Ausländer denken, Freunde. Chiara. Chiara. Doch, klar geht das. Celine. Da ist auch mal eine Celine, ist da mal drin. Auch mal, auch mal an die Corinna denken. Oder Corinne. Nein. Auch mal an den Cedric auch mal denken. Ceria zum Beispiel. Nein. Claudia. Was? Mir fällt nichts ein. Konrad. Nee. Konstantin hatten wir schon. Welchen Damennamen gibt's denn? Ich habe nur 4 Frauennamen bisher und 6. Was gibt's noch für Namen, Alter? Cedric. Was ist denn der Rang 1 Mädchenname mit C? Cassandra. Kasimir. Madeleine. Oh. Den Klausewitz. Claude hatten wir schon, ne? Claude. Die Claudine. Der Chantal. Habe ich die Celine? Habe ich schon, ne? Die Frauen-Mädchennamen fallen mir gar nicht ein. Corinna fand ich okay, aber wird nicht gezählt, ne? Die Cecile wird auch nicht gewollt. Christian, Seriat, Cementa, Carlotta, Charlotte, Camilla. Oh, Chan, das war ein Versehen. Charlotte, Clara, Carlotta, oh Mann. Scheiße. Colin. Die Charlotte, die Clara, die Carlotta, die Selina. Ach, Celine, Selina, Caroline, Christine, Christina. Mir fällt, ich komme auf Christian und Christoph, aber nicht auf Christina und Christine. Oder Christine. Es wäre echt peinlich, wenn man auf Christian kommt, aber nicht auf Christina und Christine, ne? Wäre echt peinlich, ja. Ist echt schlimm mit Namen. Aber Namen sind auch Schall und Rauch. Namen braucht keiner. Das stimmt, Chantal, ja. Schall und Rauch sind die. Ja, auch Chantal war nicht drauf, ne? Wir sollten Chantal wieder so zurückbringen. Christian ist aber auch absoluter Main-Street-Name hier. Ja, Christian voll langweilig halt. Gut, ich war nicht so gut, muss ich sagen. Du warst nicht so gut. Was ist denn nicht so gut? Nicht so gut ist, wenn man nicht viel hat. Hast die Hälfte. Ja, dann ist doch schon wieder scheiße. Ich bin mit 8 schon wieder raus. Das stimmt. Philipp, ja. Ich hab 11. Ach Mann, ich hab nur 10. Ich habe aus Versehen irgendwie Chan erraten. Ich habe einfach random Sachen eingegeben und dann kam... Ich habe Carlo erraten, weil ich Carlos eingegeben habe. Ja, Carlo habe ich auch erraten. Den Punkt, den nehme ich. Wir gehen weg von Namen. Wir gehen wieder zu einem besseren Thema. Und zwar Disney-Prinzessin. Viel besser. Ja, die haben ja zum Glück keine Namen. Ja, toll. Also selbst wenn die Gesichter dabei sind, hätte ich keine Ahnung. Ja, guter Punkt. Ich auch nicht. Aber man muss auch nur den Film hinschreiben. Man muss nicht mal... Oh, dann geht's vielleicht sogar noch. Ja, das geht, glaube ich, sogar noch. Also das ist... wenn Aladdin geht, dann ist cool. Ja, Pocahontas schreibe ich jetzt einfach hin, oder was? Oh, das stimmt sogar. Das ist Schön und das Biest. Bin ich blöd oder geht das nicht? Weil ich schreibe die Filmnamen hin, das ist ein Work. Genau, das ist hier Aladdin. Punzel haben wir hier und das hier ist Brave. Merida von Brave. Und das hier ist Pocahontas. Das ist doch Schneewittchen, oder? Keine Ahnung. Punzel? Nee, wie heißt die mit dem Schuh? Belle? Wer ist die denn mit dem Schuh? Keine Ahnung. Sieht aus wie Peach. Achso, das ist auch Tarzan übrigens. Das ist Jane aus Tarzan. Nein? Schneewittchen. Noch nie gesehen. Das kann ja jede x-beliebige Prinzessin sein. Das hier ist... Boah, wenn ich doch so Tulli Tunsen hier hätte. Das wäre so easy. Die heißt Elsa, glaube ich, ne? Nein? Eisprinzessin. Oh, Frozen. Okay. Anna. Ja klar. Na klar, sag ich doch. Ne? Aschenputtel. Puttel. Wer ist denn das gleich nochmal? Wer ist denn der Film? Die Schöne und das Biest. Belle. Mulan wahrscheinlich. Und das hier ist Frozen. Und das hier ist Encanto. Heißt das nicht so? Ist das nicht Encanto? Anscheinend nicht. Wie heißt die mit dem Schuh? Alter, warum weiß ich das nicht mehr? Ich gebe jetzt einfach ein paar Sachen ein, die rate so lange. Aurora, ich habe Dornröschen eingegeben, hä? Dann noch Mulan oder sowas? Aha. So, wie heißt die mit dem Schuh? Junge, wie kann ich das nicht wissen? Aschenputtel, oder? Nee, schade. Hier ist auch Frozen. Elsa. Ah, jetzt wird ein Schuh drauf. Hier ist doch, das ist doch Tarzan. Nein? Aber wie heißt Tarzan?
Ist Tarzan das Dschungelbuch? Nein. Ach, du fucking hell. Das hier ist aber Safe Aladdin. Hat Aladdin einen anderen Begriff dazu noch? Das ist Rapunzel, ne? Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und das hier ist vielleicht auch Frozen. Nee, das ist Ariel, oder? Boah, wie hieß der Film gleich nochmal? Gib hier auch einfach mal Aladdin ein. Ist falsch. Super. Nee, das ist auch Quatsch. Aschendornröschen. Ich weiß es doch auch nicht. Wie heißt denn der fucking Aschenpudel? Schreibt man das nicht so? Pudel? Pudel? Aschenpudel? Pudel? Bin ich dumm? Hä, wie heißt denn der Film gleich nochmal? Aschenputtel. Ist das nicht die mit dem Schuh? Mehr kriege ich nicht, Leute. Mehr habe ich keine Ahnung, was es noch gibt. Schneewittchen haben wir, glaube ich, schon, ne? Schneewittchen, Dornröschen, Rapunzel, Ariel vielleicht noch? Aha. Keine Ahnung, Mann. Warte mal, die Rote, heißt die Merida? Jawohl, Leck, die habe ich auch noch. Das hier ist, suchen die so die Stadt nach, die goldene Stadt oder so ein Shit heißt das. Goldene Stadt. Das hier ist Mulan. Und da suchen die goldene Stadt. Ist mit so einem Esel und so zwei Typen. Aber wie das heißt... Neue Dia. Da kann jede x-billige Prinzessin sein, tatsächlich. Das hier ist wahrscheinlich Ariel, ne? Als warum das denn nicht? Es ist doch Ariel oder was, Mann? Ich bin so sauer. Dann immer die Prinzessin, für die ich nicht halte, Oma. Ah. Und was ist das hier? Nie gesehen. Herkules. Das hier. Null Plan. Das hier ist, Atlantis? Nee. Tarzan. Ist das Dschungelbuch? Heißt das Dschungelbuch? Dschungelbuch ist aber eine ganz andere Geschichte als Tarzan, oder nicht? Boah, ist das dumm, ich bin sauer. Weil das hier oben auch einfach Aladdin ist. Aber die heißt Jasmin, ne? Ja, ja, die heißt Jasmin. Esmeralda. Oh mein Gott, es wäre Esmeralda gewesen. Und Ariel ist auch richtig. Cinderella, Tiana, Anna, nie gehört. Kida, ja, weiß ich nicht. Tiana, Esmeralda, Vajana, Aurora, Cinderella. Cinderella, ja. So, ich möchte mit euch jetzt jede einzelne Präsenz besprechen. Okay. Die Jasmin. Die ist ja eigentlich aus Aladdin. Ja, du hast Aladdin falsch geschrieben. Doppel-D. Oh mein Gott. Oder 2L. Hätte auch funktioniert. Aber halt nicht ein L und ein D. Aha. Okay. Ich habe Aladdin mit 2L geschrieben, hat auch gezählt. Dann möchte ich nicht mehr über Prinzessin reden. Dann bin ich ja dumm. Willst du trotzdem über den nächsten so reden, oder? Ja, also Rapunzel ist, glaube ich, haben wir alle, wegen den langen Haaren? Ja. Merida, noch nie von gehört. Wisst ihr, wer Merida ist? Ja, aus Brave. Ja, auch noch nie von gehört. Pocahontas, habe ich einfach nur so ausgeschrieben, wie es da steht und war richtig, fand ich toll. Kleines Erfolgserlebnis gehabt. Das stimmt. Super. Schneewittchen, die sieben Zwerge, auch free. Dann die gute alte Kida, wer kennt sie nicht, ne? Noch nie gehört. Gut. Hat jemand die? Das ist Atlantis, hatte ich nicht. Ich habe leider bei Esmeralda Atlantis eingegeben, das war falsch. Aber Kida ist Atlantis. Dann Cinderella, das ist die mit dem Porzellanschuh, oder nicht? Ja, das ist Aschenputtel. Zählt aber nicht. Das ist Cinderella, ist einfach Englisch, glaube ich. So, Scheiße. Und jetzt kommen wir beim nächsten. Und da dachte ich, es wäre Tarzan. Ja, da gibt es keine. Stimmt. Ich habe da Belle, natürlich. Sieht man. Schön und das Biest, ja. Also aus, aber schon Schön und das Biest. Nein, Schön und das Biest. Ach so, ja. Okay. ich war ja, schon das Tarzan. Was Tarzan ist. Aber ich kann es sehen. Ich kann es voll sehen. Mulan ist auch free, glaube ich. Jo. Ist noch relativ bekannt. Ja. Für mich zumindest. Dann Anna. Ich habe einfach nur Frozen eingegeben bei allen. Ja, genau. Anna und Elsa. Dann die Esmeralda. Und das ist doch die Alte aus den Filmen, wo die zwei Dödel mit dem Esel nach Gold suchen, oder nicht? Ja. Keine Ahnung. Jetzt, wo du es sagst. Wie heißt denn der nochmal, der Film? Irgendwas Dorado oder sowas, ne? Ja, genau. Irgendwas mit Dorade. Nee, anscheinend nicht. Aus welchem Film ist Esmeralda? Ach, Glöckner von Notre Dame. Dann Tiana dachte ich, das ist hier Tiana? Tinker. Hier, nee, wie heißt der nochmal? Tinkerfee? Ach, sag ich mal. Tinkerbell. Tinkerbell, genau. Küss den Frosch ist Tiana. So, ich habe keine Ahnung, wie ich Aurora erraten habe. Ich weiß, und ich habe irgendwas anderes eingegeben und dann kam das. Was habe ich eingegeben, Chat? Wisst ihr das noch? Was ist denn Aurora? Also, woher ist Aurora? Dornröschen. Dornröschen. Vajana. Ne? Boah, wie hieß der Film denn? Ich habe den Film gesehen. Den Namen wäre nie drauf gekommen. Aber wie hieß der Film denn nochmal, wo Vajana drin ist? Auch was mit Jana. Moana. Ich habe Moani eingegeben. Schade. Dann haben wir nochmal Frozen gehabt. Genau. Die Else. Und Ariel muss man auch mit 2L schreiben, weil sonst zählt's nicht. Ja. Jo, habe ich. Ja, das war ein wildes Quiz. Wie viel hast du, Brücki? 7. Okay. Philipp, ich habe 10. Ich auch. Oh, teilen wir uns die Punkte. Ja, Brücki, ich order für dich das nächste Mal wieder ein bisschen mehr Geschichte und Biologie und sowas. Ey, alles gut. Macht auch so Spaß. So. Ich finde die Quiz gut. Die Punkte, ich schaue einfach gar nicht hin, weißt du? Dann habe ich trotzdem Spaß. Ja. Dann ist ein Solo-Quiz auch mal so machen. So, jetzt nochmal dafür ein Quiz, das wird dir bestimmt gefallen. Das nächste ist nämlich Vögel auf Bildern erkennen. Perfekt. Wenn ich eins kann, dann Vögeln. Jo, hier werden sogar die Bilder vorgegeben, ne?
Es hilft mir nicht, aber ich find's toll. Was davon ist ein Rotkehlchen? Ich sag, das ist ein Rotkehlchen. Das ist hier ein Rotkehlchen in meiner Welt. Und das ist für mich ein Kormoran. Kann aber auch sein, dass ich falsch liege. Aber das ist für mich ein Kormoran. Du siehst aus wie ein Kormoran. Ein Pyrol. Wenn ich ein Pyrol wäre, dann würde ich mir dieses Gefieder hier stehen lassen. Und Pyrol habe ich noch nie gehört. Aber das wird irgendwas gelb irgendwas heißen. Ich sage einfach, Pyrol ist das hier. Ein Uhu. Ist das hier ein Uhu? Oder das hier? Oder das hier? Das ist einfach eine Eule, ne? Das hier ist ein Uhu, oder nicht? Oder ist das? Das sind doch alles Eulen. Das ist doch ein Uhu hier. Was ist das, ein Uhu? Grünspecht. Ein Grünspecht. Da muss ein Schnabel sein, mit dem man auch mal ordentlich durchwichsen kann. Dann den. Kanadagans. Achso, Kanadagans. Wenn ich eine Gans wäre, dann würde ich aus Deutschland so aussehen. Aber ich bin aus Kanada. Ich bin eine ganz besondere Gans. Ich bin die Gans. Ganz was Besonderes bin ich. Weil ich ja komme ja aus Kanada. Versteht ihr? Und in Kanada, da würde ich mir schwarzes Gefieder stehen lassen. Weil es nämlich da so scheiße kalt ist. Und ich brauche die Sonne auf meinem Gefieder. Der Kurzschnabel-Kolibri, wahrscheinlich er hier. Das ist doch kein Kolibri, oder? Ist auch ein Kolibri? Das ist ein Kurzschnabel-Kolibri. Die haben beide eigentlich einen relativ durchschnittlichen Schnabel, würde ich sagen. So kurz ist der gar nicht. Ich sage mal er hier rechts. Kurzschnabel-Kolibri. Das ist ein Kurzschnabel-Kolibri. Ein Turmfalke. Ein Turmfalke. Ich würde auf den Turm hängen und runterfalkieren. Das würde ich aber auch machen können, wenn ich nicht so ein tolles Gefieder hätte. Ein Kaiserpinguin. Da würde ich sagen, da brauche ich einen Frack. Ich bin ein Kaiser. Und ich hoffe sehr, dass es keinen Königspinguin gibt. Weil sonst sehe ich vielleicht anders aus. Der Kuckuck ist bestimmt eher hier. Kuckuck. Wie sehen denn Kuckucke aus? Junge, ich bin so schlecht, was Vögel angeht. Die Rabenkrähe. Ist eine Mischung aus Rabe und Krähe. Also bin ich schon echt ein ziemlich hässliches Teil. Aber wie hässlich bin ich? Ich glaube, ich bin schon sehr hässlich. Und der Nymphensittich, er hier vielleicht? Sieht funky aus. Und ein sogenannter Nymphensittich. Das ist ein Papagei vielleicht einfach, oder? Das hier könnte auch alles sein. Das ist auch ein Papagei, ne? Komm, ich bin Nymphensittich. Ich habe nämlich gar nicht so viel Gefieder an mir. Und zeig gern, was ich habe. 7 von 12. Nicht so schlecht. Ah, geht doch. Ende hin war nochmal gut hier. Ah, 9 von 12. Den habe ich falsch. Ja, der Turmfalke ist der hier, okay. Ist doch falsch. Der Kuckuck. Hä? Oh, das hier ist der Kuckuck. Und der Nymphensittich ist falsch. Das hier ist der Nymphensittich. Ja, okay, von mir aus. Ja, ist okay. Ich denke, ist okay. 8 von 12. Finde ich nicht schlecht. Finde ich stark. Rotkehlchen ist richtig. Der Kormoran habe ich erkannt. Den Pyrol, natürlich. Der Uhu war falsch. Das ist ein Uhu, keine Eule. Grünspecht, logisch. Die Kanadagans. Ich habe ja auch von mir gesprochen. Wenn ich die Kanadagans wäre, dann wäre ich schwarz. Da könnt ihr mir mal glauben. Wenn du natürlich hier schwarz-weiß rumlaufen willst, du Otto, mach, nimm. Kurzschnabel-Kolibri, fein, nimm ich. Den Turmfalken, so kaffee erkannt. Kaiserpinguin, war logisch. Ha! Okay, gut. Okay, also, ich bin nicht gut in Vögeln. Da habe ich auch schon eine Geschichte gehört, ja. Ja, das ist jetzt für mich auch nichts Neues. Gut, ich habe 7. Ja, da bist du ja wirklich ganz schön bad. Ja. Ich bin average. Alles in mir ist average. Und das hab deswegen. Ich zum Beispiel schon mal gehört. Okay. Und deswegen habe ich 8 von 12. Ich muss aber sagen, dass ich finde nicht, dass der Kurzschnabel-Kolibri einen wirklich kurzen Schnabel hat. Ich finde ihn eigentlich relativ lang. Ist fast gigantisch, oder? Ja. Aber ich bin natürlich euer lokaler Vogelexperte und deswegen habe ich 9. Krass, okay. Dann berücke ich einen Punkt. Ich kriege 2 und Philipp 0. Nächste Quiz, das wir haben, ist Eigenmarken. Von welcher bekannten Kette ist die Eigenmarke? Bei manchen Logos steht das Geschäft mit drauf, das habe ich dann entfernt. Okay. Ja, ganz schön markenlastig heute, ganz schön markig das Ganze. Das hier ist ja auch einfach Kaufland dann, oder nicht? Und das hier ist dann Rewe. Boah, scheiße. Gut und günstig. Ach du Scheiße. Gut und günstig. Ist das Edeka? Ja. Select Gold. Ja, Select Gold. Hund und eine Katze drauf. Ja, ein Futterhaus oder so. Whiskers. Keine Ahnung, was Select Gold ist. Weiß ich, Alter. Was ist denn Tipp, Alter? DM noch hier? Lea ist eine Eigenmarke von DM? Und zum Beispiel auch noch Rossmann. Aha. Oder noch so? Select Gold. Whiskers. Das ist wahrscheinlich so ein Tierding, oder nicht? Bio Bio. Ist auch Edeka, nein? Bio Bio. Kevis. Una cosita. Bio Bio. Vertrauen. Ich bin komplett raus, ich habe gar keinen Plan. Ich mache einfach den hier. Keine Ahnung, was gibt's denn hier? Fressnapf? Select Gold, okay. Aldi Milsani, okay.
Dann wird der Netto irgendwo noch dabei sein, oder? Norma, Rossmann, haben die vielleicht auch noch? Isana, Rossmann, was haben wir denn noch? Aldi, haben wir schon. Aldi, Penny, Netto, Lidl vielleicht irgendwo? Milbona, okay. All. Aha. Müller ist doch auch so, doch so. Aha, seht mal an. Aha, aha. Das ist doch Chibo, oder? Nee, sieht kaffeemäßig aus. Fressnapf. Aha, noch AS. Penny. AS. Wofür könnte AS stehen? Leute, ich weiß es noch alles nicht. Ja, ich hab meistens schon mal gekauft bestimmt, aber ich weiß es doch wirklich alles nicht. Pennymarkt. Netto. Gibt das doch? Ich weiß nicht mehr, was ist. Netto. Netto gibt's, okay. Ich glaube, wir werden das einfach dumm machen, Leute. Es tut mir leid, aber es ist nicht cool für dieses Quiz. Ich mach's trotzdem, weil die anderen haben es auch gemacht. Beim Fußball. Okay, Netto ist nicht mehr drin. Jetzt haben wir Edeka nochmal drin hier. Oder wie sieht's aus? Zack, 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 zack. Okay. Also gibt's vielleicht noch Penny, oder? Gibt's Penny noch? Cool. Und jetzt? Rossmann. Können wir noch probieren, nein? Das sind doch Hygieneartikel. Kenne mich zwar nicht mit aus, aber not bad, not bad, not bad. Real. Und dann haben wir AS noch. Was gibt's denn noch? Drogeriemarkt oder Einkaufszentrum. Was ist AS? Netto, Norma, Penny. Gibt's Penny anscheinend nicht. Norma, Real, Lidl. Oh, AS habe ich schon so oft gesehen auch, aber ich komme einfach nicht drauf, was es ist gerade. Was sind die alles? Drogeriemärkte? Fuck, was gibt's denn noch? Kaufland. Achtung, super lecker. Minimal. Schlecker. Hä? Wirklich? What the fuck? Okay, das war lucky. Das war böse lucky. Holy shit. Aldi. Aldi Süd. Aldi Nord. Chibo. Und so, ne? Quatsch. Ja, komm leider nicht mehr drauf. Schlecker. Scheiße. Ja, ja. Schlecker. Heißt er nicht irgendwie, heißt er Alfons Schlecker oder so? Anton Schlecker, ne? Fuck. Real gibt's doch. Schlecker. Fressnapf. DM. Ja, DM hätte ich noch wissen können. Müller, glaube ich noch nie gehört. Real hätte ich probieren müssen. Soll ich anfangen? Ich fange gerne an. Fang du gerne an. Ich habe 7 von 12. Strong, der Kapitalismus-Fan. Ich war Anfang, also pass auf, ich war anfangs, war ich komplett verwirrt. Ich dachte mir so, hä, was ist Tipp, was ist Milbona, was ist Isana, ich habe gar nichts gerafft. Ich darauf gekommen, dass ich einfach nur die ganzen Märkte durchtippen muss. Und das hat gut funktioniert. Und ich habe alle außer Anton Schlecker. Ja. Da muss ich dich natürlich leider enttäuschen. Ich als Kapitalismus-Fan und Experte habe alle. Du hast auch Schlecker. Gerade am Ende noch geklatscht. Nächstes Quiz. Weiß nicht, ob wir die Punkte schon gekriegt haben, aber nächstes Quiz ist Wörter in IPA-Lautschrift. Was? Ja, siehst du gleich. Achso. Es ist halt Lautschrift und du musst aufs Wort kommen. Ja, das ist interessant jetzt. Damit kenne ich mich nämlich gar nicht aus. Ich versuche. Ah, okay. Ja, ich kann ja hier so, pass auf, da unten ist Glück, das sehe ich. Das zweite von unten ist Glück. Glück. Hallo Leute, IPA Lautschrift sagt mir gar nichts. Freisinn, Freilin, Frei, Zonen, Aim, Kuxen, Meta, in, Vogel. Freili. Was? Glück, glücklich, Regenbogen, Schokolade, Vogel? Alter, was? Langbogen, Bogen. Boah, shit, gar nicht so gut, gar keine guten Sachen stehen da. Schokolade, Boah, was ist das für eine Ich kann's nicht. Also gar nicht so. Glück, lol. Aber oben ist ja nochmal glücklich, oder nicht? Ah, jetzt kommt's. So langsam. Ah, das ist ein SCH. Das hier, seht ihr das? Ist ein SCH, das ist Tischdecke. Tisch und Tischdecke. Das ist sehr gut. Und dann haben wir, glücklich haben wir auch noch. Und gucken. Schmetterling. Das heißt, das hier ist Frühling. Das Y ist ein Ü. Frühling. Verstehe. Jetzt habe ich es langsam gerafft, glaube ich. Tischdeko. Also Tischdeko. Tischdecke. Küchen. Streichorchester. Schade. Streichholz. Schachtel. Schächtelchen. Let's go! Okay, das war gesmurft. Langbogen, Kurzbogen, Veganbogen, Veganbacken. Das da, was ist das denn? Bogen steht hinten, aber Kuchen. Kuchen! Da steht irgendwas mit frei, oder nicht? Früchte, Frucht, Freiheit, frei sein. Wenn man sich zu sehr reindenkt, hat man verloren, ne? Und dann haben wir hier Schein, Sonnenschein, oder? Hier drunter, genau, Sonnenschein. Und Streich, keine Ahnung. Ich mache erstmal den Regenbogen da unten. Und
Bruder ganz unten und Schokolade. Edeka, Dachdecker, Gemüse tatsächlich. Burger. Was soll das sein? Gemüza. Traf ich nicht. Ich muss mal ein bisschen ranscrollen. Fahrschein. Fahrschein mit H, natürlich. Und Gemüza. Gamüza. Traf ich nicht. Und das X traf ich auch nicht. Habe ich das irgendwo schon mal drin gehabt, das X? Nee, ne? Kuxen. Schmetterling? Let's go. Frühling? Gemüse? Farben? Nee. Haarschein. Let's go. Bruder und ein Sonnenschein? Sonnenschein. Let's go. Das ist ein geiles Quiz gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht. Streichinstrument. Keine Ahnung, ich habe keine Zeit mehr. Streichholzschächtelchen. Ah, das X ist ein CH. Kuchen. Okay. Gemüse. Frühling, Sonnenschein, Tisch. Streichholzschächtelchen. Genau, Kollege. Schmetterling. Fahrschein, Tischdecke. Okay. Oh nein. Also ich muss sagen, anfangs schwer, aber sobald man ja. 1, 2 hat und sich dann ableiten kann, was bedeutet, kann man es fast lesen. Ja, das STH zum Beispiel. Ich fange einfach direkt wieder an, Leute. Ich habe 6. Ja? Du hast 6, Boogie. Welche hast du? Glücklich, Kuchen, Vogel, Gemüse, Schokolade und Glück. Kuchen und Gemüse bin ich nicht drauf gekommen. Siehst du mal. Habe ich nicht gerafft. Ja. Kuchen und Gemüse habe ich nicht gerafft und Streichholzschächtelchen auch nicht. Ich habe 12. Ich habe alle. Ja, natürlich hast du alle. Ernsthaft? Ich habe wirklich alle. Ja. Du Gauner. Krass. Krieg Philipp 2, ich ein. Und dann gehen wir quasi mit... Philipp, du hast ich habe einen halben Punkt Vorsprung jetzt vor dir. Wir gehen jetzt ins Letzte rein. Oh Mann, was ein spannendes Fotofinish hier mal wieder. Schon wieder, ja. Bilder nach Buchstabe... H. Oh Gott, oh Gott. Brogi, bist du ready? Ich bin sowas von ready. Geil, let's go. Geil, dann gehen wir rein. Hawaii. Hammerhai. Hamilton. Hyäne. Was zum Fick? Was ist das? Himalaya. Was soll das sein? Ohali vielleicht hier? Hijab. Horizont. Nein. Hemisphäre. Hindu. Helgoland. Hillbilly. Schreibt man nicht so. Sind das nicht Hillbillies? Nein. Hobbits? Hamburg. Hinduismus. Himalaya. Hölle. Wie heißt das gleich nochmal? Okay, jetzt kriege ich aber ein Problem leider. Boah, es hat gut angefangen. Henna, ganz unten. Und Honda. Nee, nicht Honda. Hyundai. Nee, auch nicht. Moped. Helix. Hemisphäre. Oh, das soll Hemisphäre sein? Shit, lol. Hurrikan. Hurrikan gibt's jetzt sogar. Wie ist das? Was ist das nochmal? Hijab hier noch? Ampelmännchen oder sowas. Oder Himmel und Hölle. Jawohl. Helix. Hurricane. Was? Hurricane. Heißt das nicht Hurricane? Bin ich blöd? Hurricane? Blöd? Okay, whatever. Einfach Himmel. Horizont hatten wir schon, ne? Wow, ich bin ultra bad. Ich habe noch nicht so ein schlechtes Wortquiz hier gehabt. Und wen haben wir hier? Wenn ich das wüsste, ne? Und auch hier bin ich ein bisschen überfragt tatsächlich. Was ist das hier? Das Logo von irgendeiner... War das nicht das Logo von irgendeiner Charity oder sowas? Ich komme gerade gar nicht drauf. Wie hieß es dann nochmal? Hüpfen. Hüpf in die Hölle. Und auch hier bin ich ein bisschen überfragt. Schade, das hat gut angefangen, aber jetzt bin ich gerade leider ein bisschen dumm. Hydro-Hype. Was bist du denn? Bist du? Achso, Himalaya. Hobbits. Hölle? Oh, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung, wer das ist. Was soll das hier sein? Und das hier? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, 13 wären's. Mehr werden's nicht, Leute. Scheiße. Hijab? Hydration Nation. Eine Harley, natürlich. Ich weiß nicht, warum ich Honda eingebe, Honda. Was ist das hier? Kann ich nicht mehr eingeben. Harlequin? Wenn ich nie drauf komme, Hemisphäre. Hobo und Hurricane. Hickelkasten, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. What the fuck? Warum ist das Hemisphäre? Harlequin, Hamilton und Hobo, da wäre ich nie drauf gekommen. Weiß ich nicht, ich glaube, das hat vielleicht mehr. Wer weiß dann wieder sowas wie Harlequin oder so. Hamburg? Das, so sieht Hamburg aus. Hawaii. Ich habe Haiti eingegeben, ne? Hamilton. Hickelkasten, hätte ich nicht gewusst. Henna, also, holy shit. Darauf wäre ich nicht gekommen. Und da Hobo. 1, 2, 3, 4 Dinge.
auf die ich niemals gekommen wäre. Der ist nicht so schlecht bei diesen Buchstabendingern. Das ist heftig. Das war echt schwer, fand ich. Was zum Fick ist ein Hickelkasten? Himmel und Hölle habe ich da eingegeben und habe gezählt. Oh mein Gott. Ja, ich habe Hölle. Ich habe nur Hölle eingegeben. Also ich muss auch sagen, dass Hurricane nicht zählt, aber Hurrikan würde ich mich darüber aufregen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Heißt es auf Deutsch Hurrikan? Nein. Keine Ahnung, ich habe es einfach aus Hurricane eingegeben und es hat gezählt. Hurricane, aber das ist die deutsche Schreibweise, glaube ich, oder? Aber du sagst halt Hurricane. Sieht was scheiße aus. Harlekin? Ja. Habt ihr das gehabt? Kein Plan. Da war ich komplett los. Und bei Hamburg war ich auch raus, weil ich erkenne Hamburg nicht drauf. Ich habe Hafenstadt eingegeben und dann wollte ich Hamburger Hafen eingeben und dann kam Hamburg. Okay. Ja. Das hätte auch Hobo. Jede andere Stadt für mich sein können. Hobo wäre ja auch nicht drauf gekommen. Nee, habe ich auch nicht. Ja, ich fange an, ich habe 7. Ja, Philipp, ich beglückwünsche dich. Dadurch, dass du Himmel und Hölle und Hurricane hast, gehe ich stark davon aus, dass du mehr als 11 hast. Ich habe 13. Ja. Es hat nur Brücke gebraucht, damit ich wieder der schlauste Mensch der Welt der Woche werde. Oh, nee, bist du gar nicht, oder? Was? Ja, weil du hast nur einen Punkt gut gemacht. Brücke! Ich bin einen halben Punkt vorne. Nein! Ja, weil Brücke hätte 12 haben müssen. Oder ja, ich hätte noch schneller werden. Ich halte den Laden trotzdem spannend, weil das war eine sehr spannende Runde. Also indirekt spannend leider nur. Aber es war maximal knapp schon wieder, Philipp. Ich finde es krass, dass wir immer so knapp aneinander sind. Also, ja, echt krass. Vorletzte Woche nicht, aber jetzt schon wieder. Aber es ist auch, Brücke, es ist einfach nicht dasselbe ohne dich, weißt du? Ja. Das macht viel mehr Spaß mit Commander Brücke, bin ich ehrlich. Das freut mich sehr zu hören. Ich habe immer sehr viel Spaß mit euch. Ich lade beim nächsten Mal jemanden ein, der wirklich gar keinen Plan von gar nichts hat. So. Und dann, ja, bitte. Dann ziehen wir den ab.